Und was Ich machen wir jetzt? glaube, herkömmliche Mittel wirken nicht mehr gegen diese Krankheiten. Wir müssen wirklich sehr schnell weiter uns per Reinigeweihten suchen. Wir warten, dass Ömer und Rafim Erfolg haben. Wenn nicht, nehmen wir diese Grafschaft so lange auseinander, bis wir jemanden finden, der gewillt ist, die Evakuierung durchzuführen. Dann müssen wir uns wohl diese Hexe vorknöpfen, die unsere Gewalten, weiß nicht, in den Klauen hat. Eventuell einen Clown hat. Und selbst wenn nicht, die ist eine Hexe und gehört auf den Scheiterhaufen. Ich glaube, wir haben größere Sorgen als Hexen. Verzeiht mein Herr, ihr sucht ein Paraine-Tempel? Das ist richtig. Hier, die Straße runter. Werheimer Weg, also in Richtung Werheim und dann einmal über die Felder marschieren. Das ist so ein kleiner Feldweg. Das Haus des Storches. Dort gibt es ein Paraine-Geweihten? Ja, klar. Seit vielen Jahren schon. Haus des Storches, da sitzt der alte Vater Bereinfried. Oh, Ach, das ist ja tatsächlich, das ist fantastisch. fantastisch, ja. Vielen Dank. Nun, hab Dank, guter Mann. Ich stecke eine Münze zu. Meine Herren, dann werden wir wohl Vater Perrainfried einen Besuch abstatten. Und wenn der wirklich ein Piraner geweihter ist, mal nachher immer zu ihm bringen. Ich werfe einen Blick zu Answin. Der bei uns oder ist der bei den anderen beiden? Ich bin bei euch. Answin meine Verzeiht. ich. Ja, der ist irgendwo bei euch. Also ich vermute, ihr lauft gerade zusammen rum, oder? Gehe ich davon aus. Ja. Ja, dachte ich jetzt einfach. Verzeiht, das stand zumindest nicht auf meinen Karten. Davon bin ich selbst überrascht. Vielleicht ist er relativ neu. Oder jemand, der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat. Vielleicht hat Svanja, die Rote, ja, ein weiches Herz für Streiche. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, aber ich muss das auf alle Fälle entschuldigen. Gut, ich bin genauso krank wie ihr, aber er stand zumindest nicht auf den Karten, die ich hatte. Statten wir ihm noch einen Besuch ab, so schnell wie möglich. Gute Idee. Answin, wir kommen gleich nach. Geht schon mal vor. Ja, dann Vater Reinfried, sagte er. Dann bis gleich. Ich glaube, aber mir meinte, dass er bei Answin bleibt. Ich meinte an Isarun, Yalan und Kiaus, Genau. ob sie schon mal vorgehen sollen. Anziehen. Wir können den Breine-Gefeiten Geweihten nicht erlauben, Ömer zu untersuchen, nicht wahr? Den Auslöser für die Krankheit sollten wir ihm wohl nicht verraten. Und wenn er feststellt, dass es eine dämonische Krankheit ist? Tja. Ich Wie können glaube, wir... bevor wir wegsterben, sollten wir uns wirklich Vater Perrainfried anvertrauen. Was wir ihm dann erzählen, das obliegt natürlich euch. Ich bin nur als Beobachter hier und um euch zu helfen in der Patien. Nicht um Probleme zu lösen, die solcher Natur sind. Meint ihr nicht, dieser Paraine-Geweihte erkennt diese Art der Krankheit und steckt Ömer in einen, nun ja, wie nennt man das? In einen, ja, Raum, wo er bleiben muss? Nun, dann sprecht doch mal mit Ömer, bevor er dort hineingeht und fragt ihn, wie es zu handhaben ist. Jemand die Terbonita. Genau. Wir müssen uns irgendwas überlegen, um diese Krankheit zu verheimlichen. Ich. Überlegt euch, wie das vonstatten geht und wie wir dann mit Rafim und Ömer so etwas besprechen. Ich glaube, es wäre am besten, wenn ihr zu Jalan geht und ich probiere, Ömer und Rafim abzufangen vor dem Schloss. Ja, dann viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, und dann gehe ich halt zum Schloss, da ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Ja, und warte halt nicht, also direkt vor dem Schloss, sondern ja, keine Ahnung. die Stadt ist nicht ganz so groß und dann könnt ihr da gemeinsam kannst du noch kurz vorher abpassen. Allerdings erreichen vorher die anderen drei gemeinsam mit Answen, der dann hinterher eilt, das Haus des Storches.
könnt dann, wie gesagt, den Wehrheimer Weg einschlagen und dann vor dem Tor könnt ihr ihn dann sehen. Der Tempel liegt dann ja ein bisschen weiter südlich an so einem kleinen See gelegen zwischen den Feldern und dort in aller Pracht. Ich werde, wenn wir auf dem Weg dorthin sind, möchte ich mit den anderen beiden noch reden. Was denkt ihr, besprechen die da hinten? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass wir jetzt einen Tempel hier finden, ist ein wahrer Segen der Göttinnen. Ich habe heute Morgen die gesehen, wie Ömer aussieht. Ich hoffe, es war das Ilmenblatt, was ich gesehen habe. Was habt ihr denn gesehen? Nun, ich meine, dass Ömer protestlich ist, wissen wir schon immer, aber das sind auch Ptolemäen. Irgendetwas unter seiner Haut ist. Das sah aus wie Insekten oder Eier, die sich da bewegen. Was? Ja, wie gesagt, ich hoffe, es waren die Drogen. Ah ja, wie von Vögeln? Nein. So irgendwie so kleine weiße Dinger. Eher wie Insekten. Ameiseneier. Sowas habe ich schon mal gesehen. Unter so der Haut? Der Art. Ja, ich hoffe, ich habe mich geirrt, aber es sah widerlich aus. Ich glaube, es hätten wir jetzt hier kein Glück gehabt mit einem Geweihten, wäre es nicht gut für immer gewesen. Ja, und während du das sagst, kannst du sehen, wie die Tempeltür wohl verschlossen ist. Daran ein Zettel. Ich bin auf dem Feld. P-Punkt. Ich drehe mich im Kreis und schaue in jede Richtung und Felder. Ja, also, wenn du dich orientiert hast, das hast du ja am gestrigen Tage schon so ein bisschen getan. Um dich herum liegen natürlich viele Felder, aber auch eben draußen vor der Stadt, vor dem Stadttor, vor der Palisade, da sind dann auch unglaublich viele Felder. Nun, fragen wir uns doch einfach durch. Zeit für eine Ackerbauprobe. Ehrlich, Rosti? Ehrlich? Ja, natürlich. Das ist das geilste Talent. Hauswirtschaft, hast du es doch auch schon gelernt. Worauf darf ich ableiten? Wenn du es nicht hast? Klugheit, ja. Klugheit plus 7. Weißt du was? Bis nächste Woche steigere ich das. Nie so unweiß ist zumindest. Ja, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Hallo. Nun, es wird vermutlich ein bestimmtes Feld geben, um das er sich besonders kümmert. Nur wo ist das? Normalerweise sind die an den Tempel angeschlossen. Für mich sehen die echt alle gleich aus. Wo sind die ganzen Palmen? Pal was? Bäume, an denen die Früchte hängen. Warum sollte es auch an den Feld Bäume geben? Das hier ist schließlich kein Hain, sondern ein Feld. An einem Hain findet ihr Grün, nehme ich an. Alles Gute, was man essen kann, wächst auf Bäumen. Was ist mit Borntoffeln? Was ist mit Gerste und Roggen? Was ist mit Tomaten? Was ist mit sowas. Okay, Orangen wachsen auf Bäumen. Ja, und während Isarun euch dann aus der Stadt wieder hinausführen kann und dann über die verschiedenen Felder geleitet, schauen wir doch einfach mal zur Grafenburg, wo just in dem Moment Rafim und Ömer davon abgehalten werden, durch die Tür zu treten. Die wir wollen doch gar nicht dahin erstmal. Achso, okay. Ihr seid woanders hingegangen? Ja, genau. Ömer wollte sich erstmal durchfragen, wo denn die Baronin wohnt. Am Sonnenplatz im Süden. Die hat eine kleine eigene Villa und da wohnt die. Da will man mal hingehen und an der Tür anklopfen. Ja, das kannst du tun. Auch das ist so eine kleine, wie gesagt, Villa. Hat da aber keine Wachen vor. Man hat jetzt extra aber Handschuhe mittlerweile angezogen. Es ist ja kalt genug, um dass man das sozusagen so tun kann, um die Hand zu verbergen. Ja, ein kleinwüchsiger Mensch öffnet die Tür. Er sieht wohl aus wie ein Diener. Guten Tag, die Herren. Wen darf ich, was möchten Sie? Vermutlich zu der Baronin. Die ist leider nicht da. Ja, wo ist die denn, die gute Frau? Sie hat sich abgemeldet, um einen Umtrunk zu nehmen mit ihrer guten Freundin. Sie sitzt wohl wie immer zu dieser Tageszeit in der Grafenburg, meine Herren. Ja. Okay. Ja, danke schön. Das habe ich wohl verbockt. Ich wollte ganz gerne mit ihr zusammen dahin gehen, zur guten Gräfin einen Trunk nehmen.
Nun, er deutet einmal über den Platz hinüber. Wie gesagt, die Baronin befindet sich dort und nimmt dort ihren Umtrunk ein. Wenn Sie angemeldet sind bei der Gräfin, dann dürfen Sie sicherlich auch... Ich bin gar nicht angemeldet, leider. Und ich würde ganz gerne... Ich habe diese Trinkgeschenke mitgebracht. Und, mal schauen, wie ich das so mache, um da reinzukommen. Wenn Sie möchten, mein Herr, dann nehme ich diese Geschenke natürlich an, gemeinsam mit einem Namen, und werde dann der hohen Dame ausrichten, dass Sie sie hier gelassen haben, wenn dies gestattet ist. Leider würde ich noch ganz gerne mit der Gräfin darüber sprechen. Mit der Freundin Baronin? Ja, gar kein Problem. Sie wird wahrscheinlich sonst Mitte des Tages wieder zurück hierher kommen. Ja. Hab Dank. Und mein Name ist Gaugraf Ömer. Man wird ihm zu. Jawohl, Herr. Sie dürfen natürlich auch drinnen warten, wenn Sie keine andere Bleibe haben. So, dass Sie nicht im Regen warten müssen. Nein, danke. Und dann geht immer die Götter mit euch. Travia mit euch. Dann geht man jetzt doch zur Grafenburg. Ja, dann kannst du sehen, wie jetzt Abelmir auf dich zurennt. Bleib mal kurz stehen, bevor man da mit irgendwie spricht. Schaut natürlich zu Abelmir, ob der wirklich zu mir rennt oder was auch immer jetzt los ist. Vielleicht ist ja Angriff irgendwo, man muss helfen. Ömer, gut, dass ich dich treffe. Ja, was denn? Es gibt hier einen Perainentempel. Das ist doch gut. Das ist doch super. Das ist nicht gut. Natürlich. Ihr wisst schon, dass ein Perainegeweihter die Art eurer Krankheit erkennen könnte. Man legt dir die Hand auf die Schulter, Abelmir. Ganz ruhig. Ich weiche zurück. Das wird schon alles gut gehen. Immer zögert ihr zu. Ich habe schon alle meine Probleme irgendwie gelöst. Auch das werde ich lösen. Seid unbesorgt. Ihr seid sehr, sehr zuversichtlich in der Hinsicht. Ja. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe da so eine ungefähre Ahnung. Wir machen das schon. Nun gut. Wir müssen einfach nur mit dem sprechen, wenn die anderen nicht dabei sind. Dann wird das alles. Bei völliger Ahnungslosigkeit, Abelmir, hilft einfach nur totale Zuversicht. Nun gut. Fex wird ihn schon führen. Vielleicht geht ihr mal in den Fex-Tempel, der gibt's ja hier an der Stadt. Ich glaube, Fex sollte nicht auf euch bei dieser Sache aufpassen. Auf jeden Fall, Fex passt immer auf mich auf und ich passe auf mich selbst auf und deswegen passt auch Fex auf mich auf. Wollt ihr jetzt rein oder was? Ich schüttel nur den Kopf. So, jetzt mach mal weg hier, Magier. Du hast gestern nicht den gestern Eindruck hinterlassen. Nur gut. Dort hinten ist der Perainentempel, zeigt man die Richtung. Ja. Gut, da wir sein, gehe ich später mal hin. Gut. Dann würde ich auch mich aufbrechen Richtung Perainentempel. Ja, dann dreht man sich zu den Wachen um. Entschuldigt, ich wollte ganz gerne Geschenke an die Gräfin Svanja überbringen. Ja, ich kann euch ja sowieso nicht aufhalten. Rein, hopp. Ja, dankeschön. Bewegt euren gaugräflichen Arsch da rein. Ja, so ist das wohl. Man zwinkert ihm nochmal zu bei den Worten. Du bist auch ein Geschenk an die Welt. Du auch. Kommst ja, du aus Al-Anfa oder was? Ja, das sieht man doch von da. Das musst du doch von früher sehen mit meinem schönen Gesicht. Sind alle so groß wie du? Sind alle so groß wie du? Ich habe schon gehört, dass ihr so eine Arena habt. Würde mich auch mal interessieren, dass wir. Ich habe schon mal mit der Gräfin gesprochen, dass wir eine eigene Arena hier hochziehen oder sowas. Wie die Blutgruben oder so. Und? Warum macht ihr es nicht? Das ist doch ein toller Name, oder nicht? Ja, das Raphim, der Mann ist von der Basaltfaust. Der Mann ist sozusagen der König des Kampfes und in Al-Anfa weit bekannt. Außer bei meinen Brüdern natürlich, die sind noch viel, viel geschulter. Wenn ihr hier bleibt als Gaugrafen, dann einfach ein Gebäude annektieren, weiß ich nicht, irgendwo hier am Platz oder so, und dann nennen wir das die Blutgruben und dann holen wir uns da hier ein paar eigene Arena-Kämpfer. Wird bestimmt schauen. Das klingt gut. Das besprechen wir nochmal, wenn wir jetzt hier hoffentlich nicht von der Gräfin rausgeschmissen werden mit unseren Geschenken. Achso, die Gräfin ist, glaube ich, in der Küche und isst gerade. Soll ich euch führen oder findet ihr es alleine? Aber hier auf der rechten Seite dann gehen. Ja, finden wir schon, dankeschön. Ja, irgendwo riecht es bestimmt nach Essen, da würde ich schon sein. Genau da. So, dann viel Spaß, meine Geografen. Jo,
Viel Spaß, ne? Lass dich nicht ärgern. Ja, verschließe das Portal wieder und dann könnt ihr durch die hohen Hallen gehen. Auf der rechten Seite vorbei an den beiden Wendeltreppen könnt ihr dann dem Geruch folgend in Richtung der Küche vorstoßen. Da seht ihr dann, wie wohl die Baronin und auch die Gräfin an einem sehr kleinen Tisch sitzen. Ihr könnt euch auch mal auf der linken Seite, gibt es eine Tür zu einem ziemlich großen Esszimmer, zu so einem Speisesaal, aber sie zieht es jetzt vor, auf so Holzbänken zu sitzen. Neben ihr sitzen wohl auch ein paar andere Bedienstete, unterhalten sich da gerade, lachen. Und irgendwo neben mir am Feuer, an so einer großen Feuerstelle, steht dann auch eine Köchin, die da auch gerade irgendwie was Leckeres kocht. Und die Baronin ist, wie gesagt, auch da. Beide trinken dann zu früher Stunde schon Mühlenbräu. Wenn man reinkommt, klopft man erstmal an die Zage. Ja, was kann ich für euch tun? Kommt rein. Dankeschön. Moin! Ich brülle mal in den gesamten Raum. Ja, oh, nicht so laut. Travia zum Gruß, setzt euch. Ja. Wir haben Geschenke mitgebracht und ich glaube, unsere Leute, die gestern da waren, haben sich ziemlich schlecht benommen. Ihr Gesicht verfinstert sich. Und dafür wollte ich mich entschuldigen. Hab schon gehört. Ihr gehört also dazu, ja? Ja. Wollte ich jetzt nicht gehen. Algroschmini hat mir schon von euch erzählt, dass man zumindest mit euch mal so ein bisschen reden kann. Na, jetzt bin ich gespannt, ob ihr eine bessere Idee habt. Ich lasse mich nämlich nicht mit Geschenken bestechen. Man stellt die Sachen erst auf den Tisch. Ja, ihr habt es auch nicht nötig, einfach durch euch ein Fass Getränk, was ihr euch selbst kaufen könnt, bestechen zu lassen. Ja, vor allem, ganz generell, mein junger Freund, der Adel kann sich sowieso all das kaufen, was er will und all auch das, was verboten ist. Solltet ihr natürlich dem Preios Pfaffen nicht erzählen, aber der Adel tut, was der Adel tun will. Die Preios-Typen, die haben eh ganz hart einen an der Klatsche, aber das ist ein anderes Problem. Setzt euch dazu, habt ihr heute schon gefrühstückt? Ja, nee. Ich könnte noch was essen. Ja, nur Kleinigkeit wie immer. Kleinigkeit geht auch rein. Ach, na dann sag mal, was habt ihr denn für schöne Geschenke mitgebracht? Was zu trinken natürlich. Aus dem Gasthaus, was nach euch benannt ist, habe ich da dem Wirt nochmal das Fass hier abluchsen können für ein Goldstück. Und dachte mir natürlich, das wird euch vielleicht an die Heimat erinnern. Hm. Ich glaube, das heißt Hylaila? Ne, Primafeuer. Ei, das wohl. Ja, nee, das ist ein schönes Geschenk. Sie fischt sich so ein bisschen mit ihrem Finger in den Zehen rum und pult sich da wohl irgendwas raus. Ja, lass das einfach stehen, können wir dann gleich aufmachen. Danke. Ja. Es geht natürlich darum, dass all die Leute hier nicht von dem untoten Drachen mit in den Tod gerissen oder sogar in den Untod gerissen werden sollen. Ja, und ihr müsst nicht von vorne anfangen. Ich habe keine gute Lösung dafür. Ich weiß nur, dass die Leute in Wehrheim wirklich versuchen, ihr Bestes zu geben. Ich habe dort, von meinem eigenen Geld habe ich dort, ich weiß es nicht, was es sind, ich glaube 50 oder 60 Quader Nahrung hinkarren lassen, was jetzt demnächst ankommen wird. Noch bevor dieser Flüchtlingstreck hier loszieht, die Wildermark, die Dapazien, weil ja eben die ganze Kacke jetzt losgeht. Und ja, ich... Das ist eine Scheiße. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, mit euch kann man wirklich reden. Ihr kommt hier hin und während sie mit dir spricht, stellt sie dann auch ziemlich ungräflich ihre beiden Stiefel vorne auf den Tisch, sodass sie da jetzt so ein bisschen halb hängt und die Stiefel eben auf dem Tisch, wie gesagt. Also, versteht mich nicht falsch. Ich will meine Leute retten, aber ich will nicht, dass so eine Scheiße passiert wie mit den Tobriern. Und genau das wird wieder passieren. Und dann kann mir die Regierung versichern, dass alles nicht so laufen wird wie beim letzten Mal. Und ich werde es euch trotzdem sagen, es wird genau so passieren. Natürlich. Ich stand damals mit vielen, vielen tausend Leuten, mit Soldaten, die hochmotiviert waren, neben mir. Vor mir stand ich dort, an der Trollmauer, und habe gesehen, was Borberat für Löcher reißt. Und es ist mir völlig egal, ob wir 7 Gezeichnete dabei haben oder nicht. Dieses Mal haben wir sie nicht dabei. Es wird genau so wieder in die Hose gehen. Plötzlich ploppt es auf, Galotta steht vor dir, zerreißt mit 3 Zants, oder Zantim, wie man jetzt wohl sagt, sie zuckt mit den Schultern, unseren Kaiser, und dann geht der Rotz erst richtig los. Die Moral ist am Boden, keiner hat mehr Lust, die Tore öffnen sich, niemand will mehr kämpfen. Es wird genau so wieder laufen. Und diesmal haben sie sich eben vorbereitet. Sie hatten nicht ein Jahr Zeit, sondern 7 verdammte Jahre. Was glaubt ihr denn, was die in den schwarzen Landen da drüben machen? Sich einen runterholen?
Wir waren dort. Wir haben gesehen, wie die Menschen, der größte Teil der Menschen wirklich im... ist Elend zu nennen, ist noch schön gesagt. Ja, natürlich. Glaubt ihr denn, ich lebe hinterm Maramal oder was? Mir ist natürlich bewusst, wie die da leiden und dass es in Schwarztrubien genauso beschissen ist wie hier. Aber, und das, was ich nicht will, dass eine Evakuierung räudig geplant ist, und damit meine ich nicht euch. Ja, ich war vielleicht gestern ein bisschen rüde, aber wenn ich sage, dass es räudig läuft, dann meine ich vor allem Gareth. Das verschissene Gareth macht dann, bevor die Leute dann in die Stadt reinströmen, machen sie die Tore dicht, sagen dann doch irgendwie mit ihren ganzen Händlern, dass sie da kein Gewerbe gründen dürfen, dass die Schmiede abgestellt werden muss, schickt die Stadtwache hin. Kriminalität. Und das ist nicht nur in Gareth so. Wir haben überall auf dem verschissenen Kontinent, haben wir überall Tobria sitzen, die kriminell geworden sind. Und das will ich der Partien einfach ersparen. Und ich werde es jedem Einzelnen übrig lassen. Ich werde jeden Einzelnen darüber aufklären, beziehungsweise habe ich natürlich auch schon getan. Jeder kann gehen, wie er will. Die Leute leben direkt nahe an den Schwarzen Landen. Jeder weiß, dass sich diese Pforten öffnen können, jeden Tag. Das wissen die Leute. Und sie wissen, dass sie sowas aufgeben könnten. Und ich mag auch, dass ihr selbst an euer eigenes Geld investiert. Ihr seht mir nicht aus wie ein adliger Hans und Franz. Ja? Also ich vermute mal, ihr seid nicht im Besitz einer eigenen Grafenburg. Und wenn ihr dann eigenes Geld... Ja, hört auf zu lachen, Mann. Und wenn ihr jetzt euer eigenes Geld in die Hand nehmt, ich rechne euch das hoch an. Aber das wird nicht lange reichen. Ja, vielleicht für 2 Wochen, aber nicht für 2 verdammte Jahre oder für 20 Jahre. Das muss geplant werden. So, jetzt das Problem ist, es ist nicht geplant worden, vernünftig. Es ist geplant worden mit den Worten, nach diesem Garrita Turnier geht ihr Arschlöcher los, wir nennen euch alle zu Gaugrafen, vorher war ich ein Bettler und aus Kundium und ihr evakuiert jetzt die Reichsstraße 1. Ganz schön beschissen, Alter. Ganz im Witz. So, ja. Und jetzt sind wir hier und denken uns, okay, wir wollen ganz gerne so viele Menschen wie möglich nach Wehrheim schicken, damit sich das Ganze eben sozusagen hier in hoffentlich 2 Wochen mit dieser Schlacht beendet hat. Davon sind diese ganzen Strategen überzeugt. Ja, das ist harter Bullshit. In Gareth. Ja, also, das kann genauso abgefuckt laufen, dass das hier neu Schwarz Dapazien wird und hier eine neue Stadt errichtet wird von irgendwie dem Galotta, dem Schwarzen Drachen oder beiden zusammen, keine Ahnung. Und dass das Ganze hier genauso abgefuckt wird. Aber ich glaube, dass die Leute in den 12 göttlichen Landen wenigstens ihre Seele mit in den Tod nehmen. Und das tun sie hier nicht, wenn das Schwarz Dapazien wird. Also, du hast den Wisch vielleicht vorne an der Tür gesehen. Ich habe bereits den hohen Herrn, dabei reißt sie so ein bisschen ihre Finger in die Luft und wedelt mit ihren Fingern. Ich habe den hohen Herrn bereits zugesagt, dass ich da einen Anschlag mache. Und den habe ich auch bereits angehängt. Ja, ich überlasse es jedem, der möchte. Soll er meinetwegen über die Dergel gehen in Richtung Süden, soll er nach Romulus gehen oder sonst wo auch immer hin. Und wenn jemand möchte, kann er natürlich auch sein Land oder unser Land verteidigen. Es geht hier nicht um irgendwelche politischen Landesgrenzen, sondern um unser Überleben. Ich würde euch bitten, einen Schritt weiter zu gehen als Zeichen des guten Willens. Und zwar, ich würde euch bitten, dass ihr die Leute, die ihr habt, einige davon sind vielleicht auch Leute, die gut sprechen können, die zum Volk sprechen, die Erlasse verkünden, dass die zumindest hingehen, den Leuten sagen, die Gefahr, die kommt, und dass es in Wehrheim die Möglichkeit gibt, Schutz zu suchen und dass ihr den Leuten das freistellt, aber dass diese Gefahr wirklich jetzt kommt und dass die Gefahr jetzt in weniger als 2 Wochen über den Schwarzen Wall hindrüber schwappen wird. Dass deswegen auch keinerlei Ritter, Krieger, Soldvolk irgendwie auf dem Weg hier auch nur andersweise zum Schutz da ist, bis Wehrheim. Das finde ich, das solltet ihr tun. Das würde ein sehr gutes Zeichen setzen, denn die Leute vertrauen auf euren Namen. Hier ist keiner in der Stadt rumgelaufen und hat irgendwie gesagt, oh, die Gräfin, da kann man nichts machen. Nein, die Leute sind gut drauf und jeder, der irgendwie die Baronin sieht und über die Herren hier redet, über die hohen Herren der Stadt, das seid ihr in dem Fall, redet gut von euch. Und ich finde, dass sie zumindest die Gefahr einmal deutlicher aufgezeigt bekommen sollten durch eure Boten in eurem Namen. Hör mir mal zu. Ja, ich verachte Horasir. Und ich verachte auch beschissene Alanfana wie dich.
Ich bin Kunde. Kann ich nur zurückgeben. Nee, ich meine deinen großen Freund, Mann. Ja. Schiele ich oder was? Willst du mal sagen, was ich schiele? Nein. Bin mir nicht ganz sicher. Also, ich verachte Alan Fana und Horasia und die ganzen Pfaffen aus Gareth. Ich habe ein Problem mit Praios. Ja? Mag man mir als Gräfin vielleicht nicht ansehen. Immer nickt dabei nur und grinst. Aber du bist zumindest jemand, mit dem man reden kann. Ja? Und wenn die beiden gestern so aufgetreten wären wie du jetzt, dann wäre das vielleicht noch ganz anders gelaufen. Ja, sei froh, dass Angrosh Minia euch schon angekündigt hat und gesagt hat, dass ihr gut drauf seid. Und ja, ich werde meine Boten in die anderen Bereiche der Grafschaft und der Baronie schicken. Aber ich werde es jedem freistellen. Ich werde ihnen sagen, dass es in den nächsten 2 Wochen passieren kann und ich werde ihnen sagen, dass sie bitteren Hunger leiden könnten, wenn sie denn gehen. Und dass sie, wenn sie hier bleiben, ihre Seele vielleicht an den schwarzen Drachen verlieren. Ja, auch das. Gut, das ist... Ich glaube, dass ich damit meine Freunde, meine Praios-gefälligen Freunde, beruhigt bekomme, dass sie jetzt hier keinen Unsinn machen. Und Rimm schüttelt dabei den Kopf. Sollen sie es versuchen. Kannst jetzt von mir ins Gesicht spucken. Und deinen Bandstrahler kannst du sagen, dass wir uns in einem Monat in Altshäuser sehen. Könnt ihr wenigstens... Ich habe ja gestern schon gehört, dass ihr die Leute, wenn... dass ihr denen sagen wollt, dass sie in den Wald gehen. Dass sie hier nicht direkt in den örtlichen Wald gehen, sondern sich irgendwie nach Süden durchschlagen. Weil umso weiter die weg sind von der Reichsstraße, umso unwahrscheinlicher ist, dass da überhaupt irgendwas kommt. Ja. Also jeden Kilometer, die irgendwie nach Süden schaffen, ist super. Hm. Und wenn die sich dann in den... Oh, scheiße. Irgendwo südlich von hier ist so ein Riesenwaldstück. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ochsenforst. Oxmoor. Ja. Sollen die sich in den scheiß Ochsenforst schlagen, irgendwo da hinten in den Süden rein. Das ist nicht optimal, aber wenn die nicht gehen wollen, dann ist das vollkommen okay, wenn die erstmal da sind. Das Wichtige ist nur, dass die erstmal hier aus dieser Umgebung weg sind. Wenn die in dem Ochsenforst sind und Gott weiß, was bei Beheim passiert. Das werden wir dann sehen. Dann können die immer noch von hier aus wieder zurücklaufen. Und vom Ochsenforst zurück. Gut. Ich will auch nicht nach Beheim laufen. Beheim ist scheiße. Beheim wird überfüllt sein. Beheim wird voll mit Dieben, Räubern und Plünderern sein. Und wenn wir an Beheim überrannt werden, was ja möglich ist, dann sind alle Flüchtlinge da noch so viel mehr am Arsch als die anderen. Ich würde nach Süden gehen. Gehen wir. Gut. Zumindest die anderen. Ich werde nach Wehrheim gehen und kämpfen. Ja, das Waffen, jeden Mann und jede Frau, die ihr überzeugen könnt. Nein, nach Wehrheim werden wir auch gehen kämpfen. Nur müssen wir erstmal die Reichsstraße 1 versuchen, allen Leuten klarzumachen, dass das Evakuieren der Reichsstraße 1 so wichtig ist, weil die feindlichen Truppen nachher marschieren werden. Eigentlich hatte ich vorgehabt, dass einer von euch Pennern den Ortfriedstier reiten soll, aber... Was ist das denn? Das klingt interessant. Naja, nachdem ihr gestern so aufgetreten seid, war mir schon klar, dass ihr heute wiederkommt. Und hätten die anderen da wieder aufgetaucht, dann hätte ich gesagt, solltet ihr den Respekt euch erst verdienen. Und dann hätte ich sie auf eine schöne Wiese gestellt und wäre ein Stier angerannt und dann hätten sie 2 Löcher am Bauch. Klingt trotzdem irgendwie interessant für mich. Ist ja eine tolle Tradition. Ja, Tradition vom Stierreiten hier in der Partia. Sagt euch der Ortfriedstier was? Ich habe die Geschichte schon mal gehört, ja. Genau, es geht darum, dass der geflügelte Stier hier irgendwie die Legende ist, der die Rinder, die Kühe, wie auch immer man es nennt, hier beschützt. Genau das. Vor Umzäunung und sowas. Genau das. Gut. Ja, dann ich werde mein Möglichstes tun und die Leute darüber aufklären, dass sie ihre Seele verlieren können. Danke für das prima Feuer. Danke für das offene Ohr. Ja, Travias. Trinken wir vielleicht noch einen kleinen Schluck. Travias Gastfreundschaft. Alles klar, machen wir das Fässchen auf.